Finanzminister Hans-Jörg Schelling ist schon am Wort. Kurze Anmerkungen. Zum einen zum Wohnbau. Ich glaube, dass es ein richtiger Schritt ist, dass wir diesen Verländerungsschritt gesetzt haben. Und es ist auch nicht so, dass wir die Länder ans Gängelband nehmen, sondern durch dieses zweijährige Wohnbauprogramm sicherstellen, dass die Mittel entsprechend eingesetzt sind. Einer der Gründe ist, dass man nur einen Teil der Mittel zweckwidmen hätte können. Wenn man aber verländert, dann hat der Bund kein Recht mehr, auf einer reinen Landesabgabe eine Zweckwidmung zu machen. Das ist jetzt Aufgabe der Landesregierungen. Und Frau Dr. Reiter, Sie sitzen ja in vielen Landesregierungen mit Ihrer Fraktion. Und ich nehme doch an, dass Sie dort diese Anträge auch unterstützen werden. Zum Thema Finanzausgleich. Die Aufgabenorientierung für die Elementarpädagogik ist fertig. Von der Seite des Bundes sind wir nicht säumig. Aber es gibt ein Bundesland, das nicht zustimmt. Auch dort sitzen Sie mit in der Regierung, das ist Wien. Und es gibt Bedenken einzelner Städtebundvertreter und auch Vertreter des Gemeindebundes. Aber der Bund selbst hat das erarbeitet und ordnungsgemäß vorgelegt. Diese Arbeitsgruppe, die Sie noch angesprochen haben, tagt selbstverständlich. Aber da gibt es verfassungsmäßige Diskussionen über die Frage Grundsteuer, wie man das gestaltet. Denn Sie dürfen nicht vergessen, dass die Grundsteuer, so wie sie heute gestaltet ist, nur deshalb vom Verfassungsgerichtshof nicht gekippt wurde, weil es sich nach deren Auffassung um eine Bagatellsteuer handelt. Würde die verändert werden, ist es keine Bagatellsteuer mehr und dann muss das gelöst werden. Diese Arbeitsgruppe tagt also auch. Bitte das einfach so zur Kenntnis zu nehmen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, zu welchen Tagesordnungspunkten Herr Bundesrat Bissek gesprochen hat, aber ich nehme das so mit. Sie werden vielleicht wissen, wenn Sie sich schon mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigen, dass Österreich bereits vor mehr als 10 Jahren den Antrag auf Reverse Charge gestellt hat. Und Sie werden vielleicht auch wissen, dass ich zu Beginn meiner Tätigkeit als Finanzminister diesen Antrag in der Kommission erneuert habe. Und Sie werden auch wissen, dass wir das Thema Reverse Charge zur Vermeidung von Umsatzsteuerkarussellbetrug, um den geht es nämlich, tatsächlich als Pilotprojekt für 10 Jahre beantragt haben. Warum steht das Ganze im Moment? Das steht deshalb, weil die Kommission Reverse Charge nicht will oder zumindest einzelne Kommissare nicht wollen. Daraus resultierend die Kommission einen Vorschlag gemacht hat, der völlig inakzeptabel ist. Nämlich, du kannst Reverse Charge einführen, wenn du nachweisen kannst, dass du 15% des Umsatzsteueraufkommens durch Karussellbetrug verlierst. Zweitens, das muss befristet sein auf 3 Jahre und da bitte ich wirklich um Verständnis, das möchte ich keinem Unternehmen antun, nach 3 Jahren das Umsatzsteuersystem wieder umzustellen. Und der dritte Punkt ist, die Kommission kann jederzeit das Verfahren stoppen. Ich meine, das sind Bedingungen, da werden Sie verstehen, dass ich die nicht akzeptiere. Es wird nächste Woche in Verhandlung genommen ein neues Programm zum Mehrwertsteuerbetrug. Die Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, der wird nächste Woche, Montag, Dienstag, im Zuge des ECOFINs in Luxemburg in Behandlung genommen. Dass das ein Thema ist, das gemacht werden muss, ist überhaupt keine Frage. Und ich wundere mich ja auch immer wieder, warum man sich da so schwer tut. Ich glaube, dass die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs auf allen Ebenen eine ganz wichtige Herausforderung ist. Ob die Zahlen stimmen, die da immer wieder kolportiert werden, weiß niemand so genau. Aber die Schätzungen gehen schon in viele Milliarden, die da hinein verloren gehen. Daher hoffe ich, dass die neue Mehrwertsteuerrichtlinie, die nächste Woche vorgestellt wird, tatsächlich zu einer Verbesserung der Betrugsbekämpfung führt. Ich möchte auch dazu sagen, auch andere Maßnahmen, die von Ihnen permanent kritisiert wurden, führen auch zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs in Österreich. Andere Länder werden da folgen. Was die Frage des Wachstums anbelangt, auch hier könnten wir das will historisch betrachten. Und Sie stellen sich nun hierher in Wahlkampfzeiten und sagen, die Bundesregierung hätte hier nichts gemacht. Ja, natürlich entsteht Wachstum durch Unternehmen, die investieren. Aber dafür haben wir viel gemacht. Wir haben unter anderem eine Steuerreform mit einer Tarifsenkung von 5 Milliarden gemacht. Wir haben mehrere 100 Millionen für kommunale Investitionsprogramme inklusive Förderprogramme für kleine und mittelständische Unternehmen gemacht, die hohe Nachfrage haben. Und wir sehen zum ersten Mal, dass wir in allen 3 Wachstumstreibern, nämlich im Konsum, in den Investitionen und beim Export im Plus liegen.
Was am Ende des Tages dazu führt, dass wir derzeit eine Prognose haben, möge sie denn auch eintreten, ich bin ja prognosengeschädigt, wie ich immer sage, möge sie denn auch eintreten, mit 2,8% haben, und es ist deutlich mehr wie der europäische Durchschnitt und es ist deutlich mehr wie Deutschland. Daher haben wir schon die richtigen Maßnahmen und Signale gesetzt. Dass sie akzeptiert wurden, ist ein Verdienst der Unternehmen, dass sie diese Signale positiv in Konjunktur übersetzen. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt mit war, diese Signale als Impuls zu setzen. Es soll niemand behaupten, dass die Politik dafür sozusagen alleine die Verantwortung trägt, aber die richtigen Maßnahmen scheinen wir gesetzt zu haben. Daher möchte ich noch einmal kurz zum Wohnbauförderungsbereich zurückkommen. Ja, es ist der erste Schritt in dieser Veränderung. Ja, es gibt Regeln, die übrigens noch immer auf Bundesebene definiert werden. Keine rückwirkenden Maßnahmen, es darf innerhalb eines Jahres nicht geändert werden. Es müssen die Dienstgeber, Dienstnehmeranteile in gleicher Höhe aufrechterhalten bleiben. Da gibt es Bundesregelungen, die wir einsetzen. Aber ansonsten bin ich vollständig und vollkommen dafür, dass man diese Veränderung durchführt. Denn wir müssen doch davon ausgehen, dass in den neuen Bundesländern völlig unterschiedliche Situationen im Wohnbau vorhanden sind. Städte oder ländlicher Raum sind schon unterschiedlich, große und kleine Gemeinden sind unterschiedlich. Und die Länder sollen hier die notwendigen Maßnahmen setzen. Ich würde mich freuen, wenn individuell in den Bundesländern das behandelt wird. Derzeit schaut es ja eher danach aus, dass man es einheitlich belässt. Aber darf ich noch einmal dazu sagen, das ist keine Entscheidung, die wir als Bundesregierung treffen. Es ist eine Entscheidung bei einer Veränderung, die dann auf der Ebene der Länder ist. Und da können Sie alle, auch als Vertreter der Länder, Einfluss darauf nehmen, wie das in Zukunft gehandhabt wird. Das ist ja der Sinn und Zweck dieser Kompetenzverschiebung vom Bund an die Länder. Daher glaube ich, dass es ein guter und richtiger Schritt ist. Ich bedanke mich bei allen, die den Anträgen zustimmen. Und Sie haben natürlich völlig recht, die Stipendienfrage wird hier behandelt, obwohl sie nicht mein Ressort betrifft. Aber wir haben das auch gestern im Ausschuss des Nationalrats, im Finanzausschuss des Nationalrats gehabt, wo ein Antrag, der heute schon zitiert wurde, hereingekommen ist, nämlich in der Frage der Vergebührung von Mietverträgen, die eigentlich im Bautenausschuss zugewiesen ist. Aber weil der Bautenausschuss nicht mehr tagt, darf der Finanzausschuss sich damit befassen. Ich mache auch darauf aufmerksam, dass wir hier noch keine Beschlüsse dazu haben, außer im Finanzausschuss, weil es auch noch eine Rechtsfrage gibt, ob man splitten kann zwischen privaten Mietverträgen und gewerblichen Mietverträgen, ob das verfassungsrechtlich überhaupt geht. Sollte die gesamte Gebühr fallen, darf ich nur darauf hinweisen, da reden wir von ungefähr 140 Millionen Euro Entfall an Gebühren. Würde man es nur auf den Wohnbau, privaten Wohnbereich sehen, ist das natürlich weniger. Also wir werden sehen, was der 12. Oktober noch an Beschlüssen bringt. Und dann werden wir weitersehen, wie die Umsetzung erfolgt. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich zuversichtlich, dass wir nach dem 15. Oktober die richtigen Entscheidungen treffen. Danke.